Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freunde. Ich bin heute wieder voller Elan und möchte, ja, Alan Wake spielen. Aber ich habe mir heute gedacht, nee, das kannst du heute nicht alleine machen. Deshalb habe ich mir Verstärkung geholt, und zwar den Patrick von Monsterle LPs. Hallo. Guten Tag. Das hast du wirklich schön gesagt. Ach, danke Genau schön. wie ich. Danke schön. Ja, ich weiß, ich habe von dir gelernt. Ja. Geht das eigentlich jetzt hier einigermaßen? Ja, es sieht alles wunderbar aus. Das ist schön. Ich habe. Auch wenn ich überhaupt keine Ahnung von dem Spiel habe, aber du wirst es schon hinkriegen. Ich sehe, da steht irgendetwas. Tunnels. Alan, hier ruft irgendwer gerade meinen Namen. Tunnels go to Cauldron Lake. Achso, alle Tunnel führen zu Cauldron Lake oder so. Keine Ahnung. Und hier wird schon wieder mein Name gerufen. Alice. Okay. Was ist momentan eigentlich deine Aufgabe? Steht oben links, die Silbermine verlassen. Und ich muss zum Mirror's Peak Berg, um mir dort ja meine Frau zurückzuholen. Ach so. Was ich dir vorhin Aber Spiel erzählt. ist dann noch nicht vorbei, oder? Ich hoffe doch nicht. Da ist eine Manuskriptseite. Ach, du spielst das ja mehr oder weniger blind, oder hast du es dir vorher schon mal Ich angeguckt? spiel's 100% blind. Oh Gott. Ja, ich bin aber schon über der Pro in dem Spiel. Ich merke schon. Und die Manuskriptseiten sind von seinem Buch, was er nie geschrieben hat. Richtig. Okay. Und jetzt einfach mal ganz kurz still sein, wenn ich dann wieder anfange zu reden, kannst du dann auch wieder reden. Wuhu. Selbst hinter den geschlossenen Türen und Vorhängen seines schmutzigen Zimmers im Majestic, dem hiesigen Motel, spürte Nightingale die Blicke der Einheimischen, den eisernen Druck ihres Urteils. Er verdrängte es. Sie konnten alle längst unter Wakes Bann stehen. Man tut, was man muss, um den Job zu erledigen. Die Flasche in seiner Hand spendete ihm Trost. Bitte, dachte er, lass mich das nur durchstehen. Ja. Ja. Der liest es dann nämlich immer vor und ja, dann... Ach so. Kommt dort ein Erdrutsch. Oh Gott. Muss ich jetzt wegrennen? Ja. Nein. Nee. Wie ich mitgekriegt habe, musst du die Gegner erst anleuchten, um sie zu erkennen, damit du sie dann erschießen kannst. Richtig. Und das ist nicht immer schön, wenn einem ständig von der Seite ein Beil gegen den Kopf geworfen wird. Ja, kann ich mir vorstellen, aber... Ja. Mann! Jetzt lasst mich doch mal! Blendgranate! Du handelst das gerade so profimäßig und... Lass mich, ich bin nicht tot! Ja... Jetzt nicht mehr. Musst du die Manuskriptseite jetzt nochmal lesen? Manuskript? Manuskript? Also ich weiß nicht, ob musst ich... Musst du die Manuskriptseite jetzt nochmal lesen? Nein, ich muss sie nur einsammeln. Ich muss sie ja nicht lesen. Ich lese sie nur, weil sie manchmal, ja, so eine Art Blicke in die Zukunft sind. Okay. Also das sagt mir halt manchmal... Kannst du die Gegner schon verwunden, während du sie anleuchtest, oder musst du die erst komplett erleuchten, sag ich mal? Ja, sie brauchen erst die komplette Erleuchtung, dann... Achso. Kann du ich erleuchtest sie. Richtig. Bist ich bin Gott. Prophet. Ah, da liegt sie also noch. Aber ihr habt ja das ganze Gelaber schon gehört. Ich drücke jetzt einfach nur noch mal ganz kurz. Achso, okay. Steht schon als gefunden da. Dann ist ja alles schick. So, jetzt. Ja. Jetzt bricht die Höhle ein. Schnappe ich mir hier noch schnell die Munition. Gehe aber diesmal gleich auf Shotgun. Und warte, dass es einstürzt. Kann man diese Zwischensequenzen nicht überspringen? Man könnte sie überspringen, ja. Aber die hier zum Beispiel nicht. Da kann ich jetzt drücken, was ich will. Ah, so, diese Minisequenzen meine ich jetzt. Blendgranate. Oh. Und. Shotgun weg. Und was sind das jetzt für Wesen? Wesen aus dem Buch direkt, oder? Das habe ich auch noch nicht so richtig durchsehen können. Also das sind jedenfalls irgendwelche meist Bergarbeiter oder Holzfäller, die ja vom... Ich habe das nur im ersten Part mal so mitbekommen, dass da er irgendwie von einer Figur gejagt wurde, die aus seinen Büchern stammt, irgendwie. Richtig, also... Quasi wie Tintenherz. Richtig, ich wollte gerade sagen, halt irgendwo was von Tintenherz. Aber irgendwo ist es halt auch wirklich seine eigene kleine Story und
Was ich halt noch nicht so richtig durchsehe, wenn die Schatten kommen, ist es nun Realität oder ist es seine eigene Welt oder. Also wartest du selber auch noch auf die große Erleuchtung? Kann man so sagen, ja. Okay. Du erleuchtest Ich deine musste Feinde, nach aber oben durch die wartest selber Tunnel im noch auf die Schacht, um große Erleuchtung. weiterzukommen. Vielleicht könnte Richtig. ich die Maschine nutzen. Vielleicht könnte ich die Maschine nutzen. Nur wie? Mich würde das, glaube ich, irgendwie aufregen, wenn er die ganze Zeit nebenbei labert, was er gerade macht. Stell dir mal vor, das wäre bei Tomb Raider so. Ich springe jetzt geradeaus. Ich hänge mich jetzt an die Kante. Ich ziehe mich jetzt hoch. Ja gut, Würde mich er erzählt aufregen. ja nicht immer, was er macht. Ja, aber öfters, glaube ich. Ich habe jetzt nicht so viel von Alan Wake gesehen. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung von dem Spiel, aber Er hat ein ja alle bisschen meine was habe ich halt. 2000 Parts vorher schon gesehen. Nein, Ist ja der größte nicht Fan vom wirklich. Spiel. Ja. Ja, ich kann das Spiel. Ja, ich sehe schon. Ich glaube, so müsste hinhauen. Du fällst doch eh runter. Ach Was machst du du hast ja denn? großes Vertrauen in mich. Hä? Warst du hier nicht vorhin schon? Ja, entweder ich kann jetzt da hochklettern oder auf der anderen Seite. Ich habe nur keine Ahnung, wo ich bei beiden Seiten hinkomme. Okay. So, was haben wir hier? Nix, Was nix. mich immer so interessiert, benutzt du eigentlich die Standardsteuerung von dem Spiel? Nö. Oder hast du Also ich hab's die mir. Ja, individualisiert? ich hab's individualisiert. Das mache ich meistens auch immer. Meistens immer. Meistens öfters auch immer. Oh Junge. Du hast das gesagt, nicht ich. Wirklich. Ja. So, kletter mal die Leiter hoch. Und ich will eigentlich auch noch in dieser Folge hier diese. Ja, Aufzug, sehr richtig positioniert. Nee, was ich gerade sagen wollte, ich will eigentlich diese Folge noch aus der Silbermine raus. Weißt du, was ich mich gerade frage? Wenn ich hier bei dir als Gast jetzt mehr oder weniger mitkommentiere, ne? Jo. Kommt das dann eigentlich auch in meine Highlights? Das musst du wiederum herausfinden. Ich weiß Also mir ist nicht. es, nicht wie gesagt, ich habe es ja vorher nie gesagt, aber mir ist es relativ bewusst. Sind ja auch Ja, deine du bist ja Highlights. sowieso mit in den Highlights drin. Du hast ja gestern mit mir aufgenommen. Und heute Bist du halt mal schon bei wieder. mir. Ja. So, kletter mal wieder runter. Ja, was wolltest du diese Folge noch schaffen? Die Silbermine, irgendwie aus der Silbermine rauskommen, aber ich weiß gerade gar nicht, wo ich hier hin muss. Okay, wie viele Folgen bist du denn schon in dieser Silbermine? Eine. Aber ehrlich gesagt mag ich irgendwie gerade dieses Aufzugsrätsel hier nicht. Muss ich da runter? Ich weiß es nicht. Ach, das ist auch ein Rätselgame nebenbei. Ja, so ein bisschen. So manchmal nebenbei. Zum Beispiel jetzt hier muss ich den Aufzug irgendwie so positionieren, dass ich ja irgendwie irgendwo hinkomme. Ich habe jetzt hier gerade diese Leiter nach unten getreten und sehe noch keinen Sinn, warum. Ich muss doch eigentlich nur darüber, oder? Ja, dann hüpf mal. Ah! Weitsprung. Schafft er. Wo ist eigentlich deine Lebensanzeige? Oben Oben links neben der Karte? richtig, Ist dieser das? rote Balken da. Okay. Ich dachte, es wäre die Taschenlampe, aber. Nee, die Taschenlampe ist die Taschenlampe Muss selbst. du auch Batterien sammeln, so ähnlich wie ein Outlast für die Richtig. Taschenlampe? Aber das Schöne ist, hier verbrauchen die sich anders. Also das sind hier mehr Akkus, die laden sich auch wieder auf. Ach so, okay. Wie ich sehe, hast du 17 Batterien. Richtig. Ist das viel oder wenig? Das ist viel, 20 ist das Maximum. Okay, na dann geht's ja noch. Ja, gerade so. Tür auf! Oh, sieht nach Ausgang aus. Je nachdem, wie man es nimmt, kann auch ein Eingang Wie sein. heldenhaft er das jetzt eingetreten hat, ist ja Wahnsinn. Ja, so ist er. So, und jetzt muss ich wiederum zum Mirror Peak Aussichtspunkt, weil sich der Entführer meiner Frau dort mit mir treffen will. Ach so. Aber anscheinend wird er hier wieder nicht sein. Naja, ich meine,
Vielleicht hat er es zeitlich nicht geschafft Ja. und du hast einen verpassten Anruf auf dem Handy. Ja. Schön. Und worauf soll Wie ich? da oben will er sich mit dir treffen? Ich weiß nicht, hier steht nur fokussieren. Aber hier passiert gerade irgendwie nichts. Normalerweise ist immer, Da wenn. guckst du nur auf den Berg oder ist das die Mine? Nee, das dürfte der Berg sein. Aber ich bin ja schon auf diesem komischen Aussichtspunkt, dachte ich. Naja, dann ist das wahrscheinlich nur so, um so einen kleinen Überblick zu bekommen. Ich hab. Muss ich jetzt wieder die Klappe halten? Nö, ich habe gerade keine Lust, die Manuskriptseite zu lesen. Kommt bei mir auch manchmal vor. Das gehört sich aber, na gut, die Textlogs in DeutschSpace lese ich auch nicht vor. Ja, von daher. Wenn, dann würde ich es ja vorlesen lassen. Naja, dann musst du es aber schon machen. Ja, mache ich dann vielleicht zum Ende hin oder so, keine Ahnung. Obwohl da. So als Abschluss quasi, oder Ich wie? gucke einfach mal, wie es heißt. F5. Oh, da wird gerade was gesagt. Halt, stopp, zurück. Mist. Wow. Ja, und die Krähen, die muss ich auch manchmal anleuchten, weil die greifen mich auch gern mal an. Okay. Ja, das ist ja alles ziemlich durcheinander. Thor schlägt Schwester Sinclair. Ach komm, hören wir uns schnell an. Blitze erstrahlten hinter den Fenstern der Cauldron Lake Lodge. Thor Anderson lachte und hob den Stahlhammer über seinen Schädel. Schwester Sinclair versuchte erfolglos, ihn zu beruhigen. Thor grinste irre und rief: Mein Hammer ist hoch erhoben. Hier ein freundlicher Stups von Mjölnir, Weib. Mit aller Kraft ließ er den Hammer auf Sinclairs Schädel niedersausen. Das ist unsere Comeback-Tour, Baby. Also wenn das jetzt ernst wird, dann wird das Spiel doch noch eklig. Warum? Ich habe jetzt nur irgendwas mit Tor gelesen. Ja, der Typ da, dieser Thor, ich weiß jetzt nicht, ob das eine Anspielung auf den richtigen Thor mit H war. Jedenfalls hatte der einen Stahlhammer und. Ja, ne, ich wollte gerade sagen, da haben sie das Haar vergessen. Ja, und der hat halt einen Weil da war ja Stahlhammer von und dem. hat da irgendwie so einer Sinclair den Kopf zertrümmert. Passiert. Ja. Ja, weil das war ja schon irgendwie die Rede von einem Hammer und Tor. Fände ich Hammer. Bloß das Ha. Oh Bloß das Ha hat mir gefehlt bei Tor. Ja. So, wir genießen jetzt einfach mal Na die gut, vielleicht Aussicht. steht es ja auch nur so geschrieben, wie er es vorliest, ne? Man sagt ja auch nicht Ta. Tor. Man sagt ja auch Tor ohne Ha. Ja. Oh, ich wollte gerade sagen, wir genießen die Aussicht, aber das ist dank unserer Freunde hier nicht möglich. Oh. Aber ich kenne mich ja aus mit Vögeln. Ja, und den Spruch, den bringe ich hier nicht zum ersten Mal. Ja, das habe ich schon befürchtet. Lasst mich in Ruhe. Ich bin gut zu Vögeln. Einfach kein Ich weiß. Kommentar, ja? Ja, ich wollte gerade sagen, an dieser Stelle lasse ich das einfach mal wieder unkommentiert. Mensch, wie oft du was bei unseren Commentaries unkommentiert lassen musst. Oh. Da ist der Baum weg. Oh nein. Oh, pass auf, gleich fällst du runter. Natürlich. Was habe ich Er gesagt? kann noch so Was habe ich stehen. gesagt? Das ist so unsinnig. Gut, ich mein Wie Schatten. sieht das eigentlich mit der Logik in Alan Wake aus? Ich sag mal nicht mehr, außer Schattenmonster greifen uns an. Was soll ich denn dann noch dazu sagen? Na gut, also. Das passiert mir auch ab und zu, aber ich meine jetzt allgemein physikmäßig. Also physikmäßig sieht es wesentlich besser aus als bei Lara Croft. Oh! Okay. Oh Auf einmal oh. war Hä, ein. wo kommt denn der her? Von da oben irgendwie, ach keine Ahnung. Haben die Schatten mir Passiert das öfter mal, vorbeigebracht. dass einfach so. Ja, logischer als Tomb Raider, genau. Also bei Tomb Raider ist noch kein Zug vom Himmel gefallen, ja? Oder kein Waggon. Wie komme ich denn jetzt hier weg? Ja, einfach hinter den Zug nehme ich und da jetzt erstmal dich umgucken. Ah. Was ist das? Da ist immer so ein bisschen so ein Emergency Kit, da kriegst du am meisten Munition und Batterien drin.
Okay. Und immer. Oh Gott, ich muss gehen, dann. Ach, das in einem Let's Play. Du bist ja so Oh. unprofessionell. Oh, alle umgehauen. Oh. Ja, ein bisschen Spaß muss sein. Vor allem habe ich in den Statistiken gelesen, dass das sogar einen Erfolg bringt bei Steam. Auch wenn mich Erfolge nicht allzu sehr interessieren, aber es Raucht qualmt. irgendwas. Ein Jagdgewehr. Brauche ich aber nicht. Hast schon eins? Nee, ich habe die Shotgun. Wenn ich jetzt das Jagdgewehr nehmen müsste, dann würde ich die Shotgun auswechseln müssen. Ach so, übrigens, 15 Minuten 33. Okay, weiß ich Bescheid. Also bei der nächsten Gelegenheit, ne? Richtig. Nicht wieder überziehen. Ja, ich habe ihn eigentlich nur in mein Video genommen, weil er Zeitaufpasser spielen soll. Okay. So, kommt hier Geht jetzt mir noch nämlich nicht irgendwas? langsam auf die Nerven, diese ganzen überlangen Videos. Nein, ich weiß ja gar nicht, wie lang so deine Videos sind, aber so. Zu lang. Okay. Ja, aber ich würde mal sagen, hier scheint es gerade ein bisschen. Nee, hier ist noch ein bisschen angespannte Kannst Situation. du direkt überall speichern, also quasi per Quicksave? In gewissem Maße schon. Das wird immer in der Steam Cloud gespeichert, aber es gibt hier halt auch so feste Kontrollpunkte. Mann, jetzt lasst mich doch mal alle in Ruhe. Okay, willst du jetzt kurz bevor die Folge zu Ende ist nochmal draufgehen? Sieht nämlich fast so aus. Lass mich, ich kann das. Gibt es nicht irgendwie so eine Art Medipacks, die man im Kampf benutzen kann? Leider nicht, weil auch, also da ist die Logik wieder vollkommen sinnvoll. Alan kann sich nur im Sicht, Okay. im Sicht, im Licht heilen. Jetzt, wenn ich hier reingehe, zack, füllt sich die Lebensanzeige. Ach so, das ist ein Teil der Erleuchtung. Richtig. Also in dem Spiel geht ganz schön um Erleuchtung, wa? Ja, und wenn du das Spiel So, lieber durchgezogen. Jonas, jetzt hast du schon 17 Minuten. Ja, das ist jetzt hier auch der Kontrollpunkt und ich stehe im Licht und ich gehe ins Licht. Nein, dann würde ich sagen, verabschiede ich mich erstmal für die Folge. Meine Stimme hat ja bisher ganz gut durchgehalten. Und ich glaube, ich nehme den hier noch eine Folge mit. Oder zwei, Zwei. oder drei, oder alle. Nein. Okay, also ich würde dann jetzt schon mal Tschüss sagen und ja, Bis möchtest morgen. du noch was sagen? Bis morgen. Okay, dann auf Wiedersehen, euer Kreos.